Willkommen zurück. Wir werden jetzt den Amtmann da vorne mal, oder nicht den Amtmann, den, ja, Wächter da vorne etwas reinlegen. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Ganz hat's leider nicht hingehauen. Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Vielleicht mal gucken, Kaffee kombinieren. Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Ja, oder vielleicht mit einem Brieföffner. Ich behalte meine Sachen lieber, auch wenn ich... Nein, auch nicht. Ja gut, dann weiß ich es jetzt echt auch nicht. Bettknopf mal probieren. Nochmal zu Bett gehen. Oh, goal. Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache... irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Also genau das. Top. So geil. Machen wir nochmal einen Knopf. Zu Ihren Dienst. Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. Das war übel. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich den Typen gerade da rauslocken soll. Verdammte Axt. Ich kann höchstens mal noch den Schubladenknopf benutzen. Beziehungsweise das Bett auch nochmal. Oh! Oha! Wir haben jetzt einen Lattenrost. Echt krass, was so alles in meinen Mantel passt. Aber echt. Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Ich behalte meine Sachen, auch wenn ich... Und jetzt? Das Bettknopf mal nochmal drücken. Also, warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Ah, ich habe eine Idee. Dann versucht er da rein, kippt um und da klappt das Bett zu. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Na. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm?
doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle! So, und jetzt... Ah, jetzt diesen Schubladenknopf. Und den Bettknopf. Ah, hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Sauber. Dann gehen wir mal da raus. Das sieht aber echt böse aus. Eine Fußmatte. Sie scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Vielleicht nochmal mit Kaffee verunreinigen? Ah, also da geht's zum Computerraum. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, so als Haustier. Der ist niedlich und er hat... Jetzt hat er einen Getränkehalter benutzt, aber es passiert weiterhin nichts. Ach du Scheiße. Aha. Das ist ein totaler Irrgarten jetzt also. Ach so, ich verstehe nicht. Ich glaube, ich verstehe. Lass mich mal ausprobieren. Kaffee nochmal neuen, sodass wir ihn dann rüber schicken und wir dann der Kaffeespur folgen können. Ah, Schachzug Intelligentus. Das muss der Computerkern sein. Maximus. So, Fußmatte. Naja, so viel verkippt hat er jetzt nicht. Nanu. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Ja, aber er ist da unten durch. Ah, nein, ist er nicht. Hilfe. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Ah, ich habe die nächste chlorreiche Idee. Ich muss nur irgendwie... Ha, genau. Da nochmal zur Fußmatte. Und zwar noch ein Loch mit dem Ding reinstechen, damit der Kaffee ausläuft vielleicht. So, jetzt. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphaël Ruvebrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Perfekt. So, und jetzt müssen wir wieder rüberschicken. Dass man sich in dem Kreuzer hoffnungslos verlaufen kann, ist aber auch schon hardcore. Ah, eine Schleichspur. Perfekt. Dankeschön, kleiner Roboter. So, folgen wir der Schleichspur. Und zwar... Okay, doch, das ist der richtige Gang. Und da kommt er zurückgefahren. Was tust du da? Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Okay, das ist jetzt blöd. Jetzt hat das Ding das, blöd. Was mache ich denn nun?
hat's alles aufgesaugt. Hierfür und eine... Nee. Okay, der Plan wäre fast aufgegangen. Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Da ist noch genug Kaffee drin. Vielleicht einfach nochmal probieren. Ich wüsste sonst nicht, wie man das herausfinden sollte. Nicht doch im Inventar. Nennt mich einen eitlen Gecken, aber ich möchte keinen braunen Fleck auf der Hose haben, wenn ich auf Elysium ankomme. So, na, Putzibot, ja. Alles Chico? Sauber. Kann man dann vielleicht hier noch... Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Ah, und von hier aus nochmal nachfüllen. Genau, wenn er dann nämlich zurückkommt, macht er dieselbe Spur nochmal. Ach, perfekt. Wir haben's. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Ja, das könnte ich eigentlich auch schwören. Und wir sind komplett raus. Endlich. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich... Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein! Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay. Darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von... Wow. Sicherheitssystem. War ich das? Das ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Na, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der Fotogenere von uns beiden. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Nö. Okay. Nö. Wie nö? Oh mein Gott. It's the funky music. Okay. Nö. Nö. Ha, das wird jetzt knifflig. Wobei, wenn sie nur dahin guckt. So, von denen hier, die müssen darüber gucken. Und die muss da hochgucken. Bitteschön, Goal. Goal, jetzt! Sauber, jetzt muss sie da hin. Das heißt, nö. Locken nö. Wir die, Ka- nö. Die Kameras mal weg. Der mit seinem Nö. So, dazu einmal hier rüber. So, welche ist das? Die blaue. Nö. Da müssen wir irgendwie wegkriegen. Okay, nee, das geht nicht. Blau muss hoch zeigen, genau. Nö. Damit haben wir das komplett frei. Die gelbe sieht mich gerade nicht. Die muss nach oben. Jetzt sieht sie mich. Die gelbe muss komplett nach links, glaube ich. Korrekt. Jetzt haben wir da noch eine blaue. Ist das die da unten? Nö. Nee.
die da. Aber die eine muss ich auch weglenken. Perfekto, perfekto. So, jetzt fehlt mir noch die blaue da oben. Die da. Die irgendwie nicht will. Ah, verbipscht noch eins. Was für die blaue. Ah, jetzt hat. Ach, geschafft. Cool, jetzt. Und dann muss er wahrscheinlich noch einmal da oben hin. Jep. Das wird jetzt knifflig. Nö. Wenn die so rüber zeigt, ist es eigentlich okay. Die darf nur nicht dorthin zeigen. Zeigt sie aber dorthin, ist es auch okay. Dann bringe ich die beiden jetzt mal da runter. Die sind hier in Ordnung. Nö. Jetzt ist mir welche noch im Weg? Nö. Nö. Die dort. Aber gar keine andere die Kamera, wo ich die hinbringen könnte. Oh, das ist jetzt mies. Schlicht, schlicht, schlicht. Warum geht die gelbe nicht mehr? Ah, doch, geht mit. Ja, also wenn Goal oben rüber gehen könnte. Nö. Nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Das muss schon soweit stimmen, das da eben so. Nur die Kamera von hier blockiert jetzt den gesamten Weg. Ich weiß nicht, was ich mit der Kamera anstellen soll, verdammt. Und ich kann nur das hier oder das hier. Scheiße. Cool, jetzt! Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Okay. Wow. Oh, der Arme. Wundervoll. Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die Sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Okay. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit.
Warten Sie doch! Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Das entscheiden wir mal im nächsten Part. Bis dann, Leute.